Willkommen zurück zu einer neuen actiongeladenen Folge Assassin's Creed Valhalla. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die actiongeladenen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Tja, wo sind wir hier? Man weiß es nicht so genau. Sind wir auf einem Trip oder ist das vielleicht doch alles die Realität? Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall haben wir schon Thor und Loki gesehen. Also eine sehr, sehr spannende Sache hier. Sieht auch echt alles unglaublich geil aus. Finde ich cool. Und es scheint auch sehr umfangreich zu sein, denn es gibt Nebenmissionen, es gibt Schätze, es gibt Dinge zu entdecken. Können wir die mitnehmen? Wir werden es auch rausfinden. Ansonsten, was es auch noch zum Rausfinden gibt, und zwar ein Gewinnspiel. Ihr könnt immer noch gewinnen, und zwar, jetzt kommt's, Phase Nummer 3. Ja, hört genau zu. Es ist super wichtig, wenn ihr dran teilnehmen wollt. Und zwar könnt ihr dieses Spiel hier für eine Plattform eurer Wahl digital gewinnen. Aber physikalisch, ja, bekommt ihr Gewinner eine Collector's Edition. Aber nicht irgendeine, sondern eine ganz, ganz, ganz besondere. Und zwar ist das so eine Holzschatulle. Da sind diverse Dinge drin, wie ein Methorn, wo man sein Met rausschlabbern kann, sogar zwei Stück. Dann ein Make-up-Set, Tattoos, eine Figur, ein Steelbook, auch wenn man leider nur eine digitale Version bekommt, aber es ist trotzdem ein schönes Steelbook mit drin, was vielleicht die Leute verwenden, die, keine Ahnung, irgendwann sich das Spiel nochmal für die Sammlung kaufen oder so, weiß man ja nie. Es sind irgendwelche Fesseln drin, es ist also so ein bisschen Viking-Cosplay-Stuff mit dabei. Wo muss das denn hin? Das muss doch irgendwo hier unten hin. Und? Tja, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Kann ich nicht damit einfach runterspringen? Was haben wir noch? Also ja, wir haben eine Figur von der weiblichen Version von Ava, nicht die männliche. Ich versuche hier gerade einen Weg nach unten zu finden. Ja, na also, geht doch. Also es ist eine echt coole Edition und die könnt ihr gewinnen. Und jetzt passt auf. Oh, das gibt's doch nicht. Ihr müsst, wie immer, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Und dann wird der Gewinner gezogen. Ey, ich bin ganz eingeölt. Sexy. Dann wird der Gewinner gezogen, sobald dieses Projekt hier vorbei ist. Und ja, es kann eine ganze Weile dauern. Es ist ein sehr, sehr großes Spiel. Aber das ist eine Edition, die man eben nicht kaufen kann. Und ich denke, das Warten lohnt sich. Bums. Und ganz wichtig, Teilnahme nur dann, wenn ihr einverstanden damit seid, dass ich eure Adresse habe. Ja? Ich brauche eure Adresse. Wenn ihr damit nicht klarkommt, nehmt nicht dran teil. Lasst es einfach. Denn ich muss das diesmal zu euch hinschicken. Das geht jetzt nicht so cool über Discord. Und so weiter und so fort. Da brauche ich dann eure Adresse. Aber es ist eine coole Edition. Ja, also vielleicht mache ich auch ein paar Bilder auf Instagram. In meine Story rein. Könnt ihr die mal sehen. Warum ich sowas hergebe? Nun, bei mir steht das am Ende eh nur rum und vergammelt. Und wenn sich da andere Leute richtig drüber freuen, dann freut mich das. Weil ich habe mittlerweile so viel Kram. Ich habe ein Lager. Ich habe wirklich ein Lager, wo ich monatlich Geld zahle, wo alles voll ist mit Verpackungsmaterialien von PC, von den Konsolen, von Collector's Edition. Zum Beispiel, ich habe eine Collector's Edition von Destroy All Humans. Habe ich sogar zweimal bekommen. Eine habe ich nicht mal ausgepackt. Die steht nur in meinem Hausgang rum. Das ist einfach so viel Zeug. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht wertschätze. Die coolsten Dinge, die landen bei mir auch dann im Regal. Aber es ist einfach so viel, was ich über die Monate hinweg jedes Jahr bekomme. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Da häuft sich so viel an. Ich bräuchte irgendwann mal wirklich... Ich könnte irgendwann ein Museum aufmachen. Mit Figuren, Schätzen, tollen Verpackungen. Weil die Verpackungen sind ja auch oft extrem cool und... Irgendwie werden die Collector's Editions auch immer größer. Allein die von SpongeBob und Destroy All Humans, die sind einfach mal 1,20 Meter hoch, die Verpackungen. Die SpongeBob Collector's Edition war riesig. Und die Destroy All Humans Collector's Edition war noch größer. Also THQ ist King of Collector's Editions. Müsste mal so ein Collector's Editions Ausverkauf machen, bei Keystore. Könnt ihr dann von mir erwerben. So, hier müssen wir hin. Dafür brauchen wir ein wenig Sprengplörre, weil ich will mir natürlich hier alles mitnehmen. Also ja, ihr wisst Bescheid. Kommentieren.
mit Discord-Namen. So, nehmen wir das Ding hier. Bewerten. Und dann wird es wahrscheinlich noch 2-3 Wochen dauern, bis ich das Spiel hier durch habe, aber dann könnt ihr euch über so ein Teil hier freuen. Bumm! Ich fand's auf jeden Fall sehr cool. Das ist eine echt coole Kiste. Besonders die Kiste finde ich toll, weil die aus Holz ist und schön verarbeitet ist. So, da unten ist noch ein Ding und dann... Kann man hier Schnellreise machen? Oh, hier ist eine Nebenmission. Da gehe ich mal hin. Was wird das sein? Der kleine Fels da hinten. Habe ich hier überhaupt ein Boot? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir gucken mal. Warte. Stellen wir uns hier mal ans Ufer ran. Nee. Nee. Haben wir nicht, wir müssen rüberschwimmen. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Haben wir ein Reittier? What? Alles klar. Rudolf. Ho, Rudolf, ho. Na, bald ist auch schon wieder Weihnachten. Bald ist ja auch schon wieder Weihnachten. Na komm. Also ich glaube, wir können eine Schnellreise machen. Ich glaube, eins geht. Wunderschön, oder? Aber das Ding schwimmt irgendwie sehr, sehr langsam. Wolfi hätte das besser gekonnt. Ja, so sieht's aus. Ich bin Wolfi-Fan. Bis in den Tod. Ich habe erst Daddy verstanden. Scotty. Ich verfluche den Tag, an dem du meine vollkommenen Füße erwählt hast. Njord, dein betrunkenes Klagen schallt durch Asgard. Was hat dir so zugesetzt? Ich habe ein schönes Strandhaus in Noatun. Der vollkommenste Ort in ganz Asgard. Aber reicht es, um Skadi glücklich zu machen? Nein! Sie will, dass wir in den beschissenen Bergen erfrieren. Sie ist eine Jötun. Das hättest du wissen müssen, bevor du sie zur Frau nahmst. Sie wählte mich? Was kann ich dafür, dass ich solch schöne Füße habe? Du kannst so nicht weitermachen. Dein Geheul wird einen Seesturm entfachen. Das ist mir gleich. Ich habe genug Met, um mich warm zu halten, bis Skadi und ihr Clan in ihre kalte Heimat zurückkehren. Vielleicht werden sie das. Doch zuvor werden sie die Reichtümer deines schönen Hauses plündern. Daran hatte ich nicht gedacht. Bei Ymirs Eiern, ich muss zur Küste zurück. Bring mir ein Boot. Noch habe ich meinen Stolz. Ich weigere mich, wie ein Fischer zu schwimmen. Aber wo kriege ich denn ein Boot her? Ein Boot! Ich habe keine Ahnung, wo ich ein Boot finden kann. Ist das nicht die Stimme von Rogers? Roger aus American Dad? Oh, da ist, ja. Ich habe ein Boot. Du hast nie gesagt, es muss ganz sein. Ha. Huh. Okay, irgendwann muss ich hier nochmal hin mit einem Boot. Wir sollen hier hin. Schnellreise ist nicht drin. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Da bin ich schon mal ein bisschen näher dran. Okay, wir brauchen ein Boot. Allgemein wäre ein Boot ganz gut. Rätsel gibt es hier nicht so viel, aber ziemlich viele Reichtümer. Was bin ich eigentlich mittlerweile? 90 braucht man hierfür? Ich bin 75. Ich bin ein kleines bisschen drunter, ne? Für die Questreihe. Warte mal, wir waren hier. Ich wollte das. Und ich wollte das. Jetzt bin ich 77. Kann man hier runterspringen und leben? Alter! Das ist ein Sprung, du. Boah, ich könnte es niemals. Außer ich wäre ein Gott. Dann könnte ich es bestimmt.
Das Wasser sieht so wunderschön aus. Okay, Boot. Boot, Boot, Boot. Schätze, Schätze, Schätze. Achtung! Okay, hier haben wir noch einen geheimen Gang. Und noch mehr Nebenmissionen. Wenigstens kommst du hier so voran. Was der ist das? Der Schatten des Untergangs vernebelt mir die Sinne. Selbst dieses friedliche Tal scheint Gefahr zu verbergen. Drehensteine. Und wo kriege ich Drehensteine her? Sind das Drehensteine, was wir hier einsammeln? Diese... Das hier. Ist das ein Drehenstein? Warte mal, Legende. Wir schauen mal runter. Haben wir irgendwo hier diesen Stein? Huh. Okay, wir brauchen Tränen. 30 Stück. Gibt's hier unten? Ah, hier ist ein Geheimgang. Und ein bisschen Pilz. Okay, vielleicht kriege ich auch hier das, was wir suchen. Es bringt mich auf jeden Fall um. Okay, zerlegen können wir das hier nicht. Und hier unten geht's auch nirgendwo hin. Ja, gut, 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 wir gehen raus. Komm, geh raus! Schaut sich hier noch die schöne Umgebung an. Hier gibt es aber auch nirgendwo Boote. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Boot gesehen. Ich kletter hier mal den Wasserfall runter. Also von der Beweglichkeit ist das hier nicht so angenehm, die Gegend. Asgard. Asgard nervt. Au. Okay, vielleicht gibt mir irgendeine andere Nebenmission ein Boot. Du bist auf jeden Fall ein Schatz. Und noch eine Nebenmission. Und ein Vogel. Stirb, Vogel! Alter, der Vogel ist unsterblich. Okay, wo ist der Schatz? Unter mir. Deine Flüche treffen mich nicht. Deine Flüche... Ja, was ist denn? Rede doch. Er kann es. Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküria unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Asgard? Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Und das ist kein Traum? Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den du dir durch deinen Mut verdient hast. Thor, Sturmbringer, ich biete dir meine Klinge. Odin, Rabennäher, ich gebe dir mein Leben. Moment, das war ein... Wie jetzt? Das war ein Rätsel? Aber ich musste gar nicht rumrätseln. Was bitteschön war das denn hier für ein lächerliches Rätsel? Okay, was ist das hier? What? Oh. Okay. Okay. Okie schmoki. Moment. Jetzt kann ich hier lang. Was? Was bist du für einer? Du Ratte!
lungert einfach jemand rum. Und was hier oben? Was aufschießen? Nee. Ha. Huh. Krass, wie die sich auflösen, ne? Okay, da war irgendeine Ratte. Schauen wir mal hier. Das tut schon mal nicht weh. So, was ist das hier? Ja, ein Tränenstein. Hatte ich doch richtig gelesen. Die brauchen wir alle, um das eine Ding zu lösen. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür bekommen. Bei 30 Stück, ich glaube, das sind wirklich alle. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Sehr, sehr lange, meine Freunde. So, gehen wir noch ganz kurz hier hin. Rudolf! Rudolf, mein Freund. Ich reite dich durch die Nacht. Am helllichten Tag. Ich wünschte, wir könnten den hier mitnehmen. Aber ich wette, den verlieren wir. Was ist hier los? Wer schließt sich dieser wilden Jagd an? Wer Weihnachtsmann? Wer von euch hungert nach einer Herausforderung? Wem hier fehlt der Geschmack des Abenteuers? Weihnachtsmann, bist du's? Antimnir, geht es wieder auf die Jagd nach dem unsterblichen Eber? Ja, Sechrimnir wurde erneut erweckt und entfloh meiner Küche. Das verspricht eine glorreiche Hatz zu werden. Du wirst es nie müde, dieses Tier zu jagen. Keine Jagd ist so aufregend und sein Fleisch unvergleichlich. Komm! Alles klar. So sah der Weihnachtsmann aus, bevor er fettleibig wurde und irgendwann halt grau. Ne? Wir jagen einen Eber! Ich habe schon wieder 2 Points. Die gebe ich auch direkt aus hier oben. In der Hoffnung, dass ich irgendwann 2 schwere Waffen verwenden darf. Betäubung. Okay, was kriege ich denn hier für eine Spezialisierung? Oder war das irgendwo hier? Das ist so ein Riesenklopper, ne? Ich weiß gar nicht, was Maximallevel ist. 250 gibt es hier auf jeden Fall. Oder 260. Wahrscheinlich noch weiter. Bestimmt 300 oder so. Lauft! Der da? Lauft, ihr Schnecken! Habt ihr keinen Hunger? Dies Fleisch wollt ihr meisterhaft, Wissenshüter. Easy. Alter, was ist das für eine Mission? Ich sichere dir das saftigste Stück. Kommt, ihr tapferen Schlechter. Bereiten wir das Festmahl wahrer Helden. Aber du kriegst dafür echt geile Erfahrungspunkte. Das muss man schon sagen. Hey, gut. Oh, ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Es war ja aktiviert. Let's go. Lohnt es sich, diese 30 Schätze einzusammeln? Was bekommen wir wohl? Wollt ihr es wissen? Wahrscheinlich ja. Alle schreiben, ja, ich will es wissen. Boah, riesige Füchse. Guck mal, der Eber hat einen Totenkopf. Der war also over my level, Broy. Und trotzdem habe ich ihn easy weggeflankt. Wölfe. Ich werde jeden Einzelnen erschlagen. Keine Weissagung soll mich fesseln. Der Mann hasst Wölfe, ne? Dabei sind Wölfe doch so wundervolle Tiere. Quelle der Urt. Im Urtquell. Die Schicksalsquelle. Nicht einmal ich kenne all deine Geheimnisse. Hm. 21 Meter weiter unten. So, hier gibt es wieder so einen Stein. Also anscheinend wirklich materielle Dinge mitnehmen ist nicht drin. Weil wir halt hart auf Drogen sind. Okay, warte. 27 Meter ist auch noch einer. Ja, hier scheinen einige zu sein.
Warte mal, wo bin ich reingesprungen? Hier. Jetzt tauchen wir mal. Ah, dann bin ich hier hin, aber wo geht's hier weiter? Hier komme ich nicht raus. Warte. Wo zum Geier geht's hier weiter? Moment, ich kann hier hin. Ja, perfekt. Ah, hier oben. Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Dann machen wir ihn frei. Den Lichtpfad. Diese Höhlen reichen tief. Nidhögg und seine Schlangen waren fleißig. Stellt euch mal vor, das gäbe es wirklich. Das Jenseits, was am Ende wartet, ist Asgard. Das wäre schon krass, ne? Aber ich käme ja nie rein. Ich meine, ich habe ja keinen Krieg geführt. Außer den Krieg der Klicks auf YouTube. Aber ich glaube nicht, dass der heldenhaft genug ist. Denn nur die tapfersten und ehrenvollsten kommen nach Asgard. Habi, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards, Tyr. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Die Nornir sagten, ich würde bei der Ragnarök sterben. Sie beschrieben mir mein Dahinscheiden. Fast alle von uns werden in der letzten Schlacht fallen, das wissen wir. Doch wird es ein guter Tod sein. Und wir werden in glorreichen Geschichten weiterleben. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke, um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Ich mache ihn wahrscheinlich kaputt. Die Quelle ist versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. Okay, wait the moment. Was müssen wir machen? In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Okay, Moment. Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden. Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Okay, ich kann das hier bewegen. Ah. Aha. Wir stellen es mal hier hin. Wahrscheinlich muss ich erstmal... Beruhig dich. Wahrscheinlich muss ich erstmal die Dinger hier so kettenreaktionsmäßig, ne? Es gibt zwei Ziele für das Licht, aber nur einen Strahl. Wie teilen zwei Gehöfte eine Wasserquelle? Indem sie den Fluss teilen. Wenn ich hier hinschieße, ja, habe ich das. Und eigentlich ist die Folge auch schon wieder rum. Badabum. Ich mache jetzt wenigstens das hier noch fertig. So, wo muss der denn jetzt hin? Nochmal hier hin wahrscheinlich. Alles klar, der geht jetzt hier nach unten. Und dann muss ich den einen so regeln, dass ich wohl zweimal Strahl habe. Doppelstrahl.
Warte. Okay, Moment. Der muss dann höchstwahrscheinlich. Ja. Hier hin, ne? So. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt müsste es funktionieren. Komm schon. Immer noch nicht. Ja, anscheinend müssen wir den so hinmachen. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt klappt. Ah, Moment, ich muss ihn aber so machen, dass ich zwei warte mal, hier drüben. Aber der ergibt hier nur einen, oder? Weil ich muss auch noch das Ding hier treffen. Ha. Na gut, wir machen das Rätsel in der nächsten Folge. Keine Panik, kriegen wir hin. Und dann erfahren wir, wie es weitergeht hier mit Assassin's Creed. Valhalla. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.